Luxusuhrenmarken haben immer eine Geschichte von technischen Errungenschaften und modischen Durchbrüchen. Und Richard Mille Uhren sind da keine Ausnahme. Die Marke hat seit ihrer Gründung vor 20 Jahren große Welt auf dem Markt für Luxusuhren geschlagen. Richard Mille mag relativ neu auf dem Luxusuhrenmarkt sein, aber seine Handwerkskunst und seine Marke bringen einen Einfallsreichtum und eine Eigenwilligkeit in die Welt der High-End-Uhren, die man nur selten sieht. Die Marke Richard Mille bewegt sich auf einen schmalen Grat zwischen Luxusdesign und Blendwerk, das selbst einem ungeübten Auge auffällt. Richard Mille sagt selbst, was er über seine Uhren denkt. Ich möchte, dass die Leute, die meine Uhren sehen, sagen wow. Und je mehr sie ansehen, je mehr sie sich damit beschäftigen, umso mehr möchte ich, dass sie sagen wow. Ich arbeite auf einer Rasierklinge zwischen Spielerei und Erstaunen. Mit diesem Ziel ist es nicht verwunderlich, dass die Uhren von Richard Mille einen hohen Preis haben. Von über 50.000 Dollar am unteren Ende bis hin zu mehreren Millionen Dollar. Pro Uhr versteht sich. Die RM35-2 Automatik Rafael Nadal zum Beispiel ist trotz ihres Preises von 135.000 US-Dollar so schwer zu finden, dass sie derzeit für etwa 160.000 Dollar gehandelt wird. Richard Mille hat sich schnell zur exklusivsten Marke im Sport entwickelt. Jeder verehrt den Namen, aber eine solche Uhr in freier Wildbahn zu sehen ist eine Seltenheit. Die meisten Leute sehen eine Richard Mille Uhr nur, wenn sie im Internet surfen, mit Ausnahme derer, die sehr reiche Freunde haben. Und obwohl die Uhren beeindruckend sind, ist es oft der Preis, der am meisten verblüfft. Richard Mille Uhren sind sehr teuer, sodass sich die Uhrenfans fragen, warum nur? Das bringt uns zum Ziel des heutigen Themas. Warum sind Richard Mille Uhren so teuer und woher kommt dieser Hype? Wir werden diese Frage beantworten, aber zuerst wollen wir einen kurzen Einblick in die Geschichte der Marke Richard Mille geben. Die Geschichte von Richard Mille. Um die Marke zu verstehen, musst du etwas über den Mann dahinter erfahren, Richard Mille selbst. Richard Mille begann seine Karriere als Unternehmer in den 1970er Jahren bei der französischen Uhrenfirma Finoar. Finoar wurde 1981 von Matra aufgekauft und ab diesem Zeitpunkt begann Mille sich wirklich hervorzutun. Er stieg in der Firma auf und leitete schließlich die gesamte Uhrenmacherei. Nach etwa einem Jahrzehnt verließ Mille Matra, das inzwischen von Seiko übernommen worden war, und übernahm die Leitung der neuen Luxusuhrenunternehmens von Maubusson, einer Schmuckfirma, die in den Luxusuhrenmarkt einsteigen wollte. Gegen Ende der 90er Jahre wagte Mille schließlich den Schritt, seine eigene Marke zu gründen. Die Marke, die uns ins Erstaunen versetzt und die wir heute alle kennen und lieben, Richard Mille. Er begann sein Projekt in der Zusammenarbeit mit Audemars Piguet, die heute ein Alteinseigner von Richard Mille ist. Das Konzept für die Marke von Richard Mille bestand darin, die Uhrenmacherei auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu bringen. Mit Milles umfassender technischer Erfahrung und seiner fortschrittlichen Denkweise hat die Marke Richard Mille genau das geschafft. Innerhalb von 2 Jahren, etwa 2001, brachte Richard Mille seine erste Uhr heraus, die RM001. Das war ein Tourbillon-Zeitmesser, wie ihn die Uhrenindustrie noch nie gesehen hatte. Was folgte, waren hochkarätige Werbeverträge, einfallsreiches Marketing und eine Vielzahl revolutionärer Zeitmesser. Richard Mille hat zwar viele berühmte Botschafter wie Felipe Massa, Fernando Alonso, Pharrell Williams, Rafael Nadal und Roberto Mancini, um nur einige zu nennen. Aber niemand verkörpert den Charakter der Marke besser als Richard Mille selbst. Das Leben, das er führt, ist authentisch und verkörpert perfekte Inspiration hinter der Uhr. Er begeistert sich für die Formel 1 und die Regattarennen. Er reist in High-End-Privatjets um die Welt. Er hängt mit prominenten Schauspielern und Sportlern ab. Er liebt und trägt immer eine Richard Mille-Uhr. Der Typ ist so echt, wie es nur geht. Mills Lebensstil ist genau das, wofür die Uhren von Richard Mille stehen. Wenn wir über die Marke von Richard Mille nachdenken, können wir die Gründe für den hohen Preis in 5 Kategorien einteilen. Kategorie 1. Uhrenmacherei und Design. Eine Richard Mille-Uhr ist dank ihres eigenwilligen Designs sofort zu erkennen. Sie sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Formel 1 Rennwagen, der eine wichtige Inspiration für die Marke selbst ist und einem futuristischen Zeitmesser. Die Ästhetik ist kühn und unverwechselbar. Außerdem sind sie alle unglaublich leicht und ergonomisch geformt, was einen maximalen Komfort bedeutet. Was viele Menschen nicht wissen ist, wie schwierig es ist, das ikonische tonnenförmige Gehäuse von Richard Mille herzustellen, das die Marke als eines ihrer Hauptmerkmale etabliert hat. Die Herstellung des Sandwich-Gehäuses ist extrem kostspielig und kompliziert. Es besteht aus 3 Teilen, der vorderen und hinteren Lünette und einem Mittelteil, wobei jedes Teil gebogen ist. Es gibt keine ebenen Flächen, was die Bearbeitung unglaublich schwierig macht. Außerdem passen die gekrümmten Flächen auf 1/100 Millimeter genau zusammen, damit keine Feuchtigkeit oder Staub eindringen kann. Wenn du dich mit der Bearbeitung auskennst, solltest du davon besonders beeindruckt sein. Was das Design angeht, so wurde alles berücksichtigt, um den Komfort und die Ästhetik zu optimieren. Alles ist handgefertigt und hochtechnisch. Allein das Ziffernblatt oder das Fehlen eines solchen ist unglaublich komplex. Bei den skelettierten Ziffernblättern, für die Richard Mille ebenfalls berühmt ist, werden Saphirgläser und andere Elemente aufwendig geschichtet, um eine optimale Ablesbarkeit und einen Einblick in die komplizierten Uhrenwerke zu gewährleisten. Insgesamt ist die handgefertigte Uhrenmacherei dieses Kalibers extrem aufwendig und erfordert höchste technische Erfahrung, was ein Grund dafür ist, warum Richard Mille Uhren so teuer sind. Kategorie 2 – Extravagante Materialien.
Es ist nicht nur das Design, das die Uhren von Richard Mille so futuristisch und revolutionär macht. Es sind auch die extravaganten Hightech-Materialien. Es werden Materialien verwendet, die es in der Uhrenindustrie noch nie gegeben hat. Das sind Spitzenmaterialien, die man normalerweise nur in Formel-1-Autos, in der Luft- und Raumfahrtindustrie oder auf Rennjachten findet. Es handelt sich nicht nur um radikale Materialien in der Uhrenindustrie, sondern auch um extrem fortschrittliche Materialien der Hightech-Industrie. Mille hat viele Jahre und Abermillionen von Schweizer Franken in die Forschung und Entwicklung gesteckt, um Wege zu finden, diese Materialien für seine Uhr nutzen zu können. Diese Metalle und Materialien haben eine neue Zusammensetzung, die in der Uhrenmacherei bisher unbekannt sind. Es ist zwar cool zu sagen, diese Uhren haben besondere Materialien, aber eigentlich wird das gemacht, weil es funktionell ist und einen Sinn hat. Wenn du eine Richard Mille anprobierst, wird dir das sofort auffallen. So groß eine Richard Mille Uhr auch sein mag, sie sind extrem leicht. Sie wiegen im Durchschnitt nur 40 Gramm, das ist wie eine Kreditkarte an deinem Handgelenk. Hinzu kommt, dass diese Materialien eine enorme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit mit sich bringen. Alles in allem hast du eine super solide Konstruktion, ein federleichtes Tragegefühl und absolut wunderschöne Patina. Das ist wirklich umwerfend und es wird auch noch verstärkt, wenn du die vorhin beschriebene komplexe Architektur des Gehäuses berücksichtigst. Falls du dich fragst, welche Materialien verwendet werden, ist die Liste lang. Kohlenstoff-Nanoröhren, die mit Keramik gehärtet sind, NTPT-Kohlenstoff genannt. Gold, das mit Kohlenstoff und Quarz verschmolzen ist, Gold-Carbon-TPT. Perfluorelastomer, Siliziumnitrid und viele andere Materialien, von denen Alchemisten träumen. Übrigens, das Verfahren zur Herstellung dieser Materialien führt zu zufälligen Mustern in den Kohlenstoffschichten. Das bedeutet, dass keine zwei Gehäuse genau gleich aussehen. Eine Richard Mille Uhr, so selten sie auch sein mag, ist kein identisches Exemplar, sondern ein einzigartiges Individuum. Kategorie 3. Die komplizierten Uhrenwerke. Richard Mille verwendet nicht nur Hightech-Materialien für die Konstruktion des Gehäuses, sondern auch für das Uhrenwerk. Das Team von Richard Mille hat einen anderen Ansatz für die Uhrenmacherei gewählt, als dass wir es aus der klassischen Welt der Uhren gewohnt sind. Die Teile des Uhrenwerks werden in der Regel aus einer speziellen Legierung hergestellt, das etwa zu 90% aus Titan, zu 6% aus Aluminium, zu 4% aus Vanadium besteht. Auch dies sind Materialien, die nur in der Hightech-Industrie verwendet werden und die in der Uhrenmacherei nicht üblich sind. Die Uhrenplatten und Beschichtungen werden normalerweise aus PVD, Physical Vapor Deposition, oder Tetulate behandelt, was extrem haltbar und widerstandsfähig ist. Diese Art von Innovation brauchte viele Jahre, um vollendet zu werden. Die Mikroingenieure von Richard Mille sind wirklich auf der Höhe der Zeit. Nicht nur die Materialien selbst, sondern auch die Verarbeitungstechniken sind exquisit. Dazu gehören Anklagle und Handpolitur, satinierte Brücken, pronierte Zapfen, Räder und vieles mehr. Die Ausführung ist auf höchstem Niveau, was zu einem sportlichen technischen Uhrenwerk führt, das ein absolutes Vergnügen beim Anschauen ist. Richard Mille war wirklich ein Pionier, als es darum ging zu verstehen, dass moderne Uhrenmacher das Uhrwerk einer Uhr sehen wollen. Schließlich ist das Uhrwerk das wohl interessanteste Teil einer mechanischen Uhr. Außerdem dreht sich bei Richard Mille alles um die Tourbillon, also um einen rotierenden Käfig, dessen Entkommen ein hohes Maß an erfinderischen Raffinesse erfordert. Mit einer umfassenden Neugestaltung und Hightech-Materialien stellen sie die Tourbillon in Perfektion her. Ihre Tourbillons sind ein klarer Beweis für ihr Engagement, die Haute-Holgerie voranzutreiben. Alles am Uhrwerk einer Richard Mille ist intuitiv und auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegt. Bei Richard Mille bekommst du nicht nur unerschütterliche Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit, sondern auch eine Schönheit und Raffinesse. Wenn du eine mechanische Uhr für die Apokalypse brauchst, ist Richard Mille genau die richtige Wahl. Kategorie 4. Die Knappheit. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, ist die Herstellung einer Richard Mille Uhr komplex und sehr zeitaufwendig. Der größte Teil der Arbeit wird von Hand gemacht. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Richard Mille Uhren so selten sind. Es geht auch um die Exklusivität. Wenn du jedes Jahr eine große Anzahl von Uhren herstellst, verliert die Uhr etwas von ihrem Zauber. Deshalb stellt Richard Mille weniger als 5000 Uhren pro Jahr her. Das ist zwar nicht gerade wenig, vor allem für eine so junge Marke, aber es macht die Sache sehr exklusiv. Die Nachfrage übersteigt das Angebot jedes Jahr bei weitem, was die Leute nach mehr verlangen lässt. Viele Modelle werden auch in einer limitierten Auflage produziert, was diesen Effekt noch verstärkt. Die hohen Preise auf den Sekundärmarkt bei Auktionen zeigen, wie hoch der Wert der Marke wirklich ist. Alles in allem ist eine Verknappung eine sehr clevere Marketingtaktik, was uns zum letzten Grund führt, warum Richard Mille Uhren so teuer sind. Kategorie 5. Marketing und Statussymbol. Richard Mille Uhr schmücken nur die Handgelenke der elitärsten Mitglieder der Gesellschaft. Sie ist in der Uhrenbranche zum ultimativen Ausdruck von Reichtum geworden. Deshalb haben sie den Begriff Milliardärshandschlag für die Träger von Richard Mille Uhren geprägt. Während die Uhren in Bezug auf Design, Technik und Innovation und so weiter sehr beeindruckend sind, ist das Marketing von Richard Mille einfach genial. Es ist wohl der Hauptgrund, warum sie so hohe Preise verlangen können. Es ist ihnen fantastisch gelungen, ein Gefühl der Exklusivität zu vermitteln. Wenn du eine Richard Mille trägst, zeigst du damit, dass du viel Geld dafür ausgegeben hast. Sie ist neben der Patek Philippe zum höchsten Statussymbol in der Uhrenbranche geworden. Das gilt umso mehr, als dass die Leute wissen, dass du viel Geld für eine Richard Mille ausgegeben hast und nur die Reichsten der Reichen und Berühmten sie tragen. Außerdem sind Richard Mille Uhren viel bekannter als einige der obskuren Modelle von Patek. Einfach ausgedrückt, du zahlst einen enormen Aufpreis nur wegen des Namens und des Rufs von Richard Mille. Ob du die Uhren nun magst oder nicht, allein die
Tatsache, dass jemand so viel Geld für eine Uhr ausgeben kann, ist beeindruckend. Das ist zweifellos ein schwieriges Geschäftsmodell, aber Richard Mille hat es bemerkenswert gut hinbekommen. Wenn du die Leute fragst, warum diese Uhren so teuer sind, können sie auch den Slogan von Richard Mille nennen. Es ist eine Rennmaschine am Handgelenk. Die teuerste Richard Mille-Uhr ist übrigens die RM5602 Tourbillon Saphir, die über 2 Millionen Dollar kostet und sich durch ein aus Saphir geschmiedetes Gehäuse und die elegante, schwerelose Art eines Tourbillon-Zeitmessers auszeichnet. Neben der berühmten 2 Millionen Dollar teuren RM5602 hat die Marke Richard Mille eine Reihe von Uhren für deutlich weniger Geld herausgebracht. Hier sind ein paar schöne Richard Mille-Uhren, die du dir merken solltest. Die Richard Mille RM028 Divers Titanium Skeleton für 66.500 Dollar. Die Richard Mille Extra Flat Automatik RM033 für 79.100 Dollar. Die RM3502 Automatik Rafael Nadal für 159.900 Dollar. Die RM032 Automatik Chronograph Dive Titanium Skeleton für 101.000 Dollar. Und die Richard Mille Extra Flag Automatik RM033 zum Preis von etwa 84.000 Dollar. Die Uhren von Richard Mille setzen Worte in die Tate um, wobei sowohl luxuriöse Ästhetik als auch zuverlässige Leistung im Vordergrund der technischen Design stehen. Auch wenn die Marke Richard Mille für ihre Sportsponsorings von der Formel 1 bis hin zum Herrentennis bekannt ist, geht es nicht nur um die Unterstützung von Prominenten. Schon ein kurzer Blick auf die Fotos dieser Luxusuhren verrät das technische Know-how und den Sinn für den Stil, der für die Herstellung erforderlich ist. Die Uhr von Richard Mille ist wirklich ein Meisterwerk und jeden Dollar wert, den man dafür ausgibt. Wir hoffen, dass dir dieses informative Video gefallen hat. Vergiss bitte nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.